Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy und heute spielen wir Last Hope. Unser Tower Defense. Los geht's mit Super Speed auf schwer Level 18. Da bin ich schon neugierig, was das jetzt wird. Das wird spannend, da wird einiges auf uns zukommen. Wie viele Waves haben wir? 5, 4, 5, 4, 5 von mir aus 30 Waves. Ich finde es übrigens sehr schade, dass so wenige Waves sind. Ich würde mir viel, viel mehr wünschen für einen Level. Aber ist leider so, kann man nichts machen. So, den gehen wir da hinten hin. Beziehungsweise so weit nach hinten braucht er gar nicht. Lass mal den hier. Du gehst hier hin. So, was kommt denn da? Wir haben 4 Waves. 9 Strong Zombie, Armored Zombie, Strong Zombie. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren jetzt echt diese fette... Oh, die braucht 4. Würde ich so gerne ausprobieren. Wir können sie hier hinsetzen. Leider nicht da unten. Aber egal, wir setzen sie hier hin. Die möchte ich jetzt gerne ausprobieren. Ich freue mich wirklich auf die. Ja, wir können sie nur einmal upgraden, mehr ist leider nicht drin, mehr haben wir im Moment nicht, aber da freue ich mich drauf. Und dann bunkern wir hier uns noch ein ordentlich, hier noch und hier nehmen wir dann noch einen, ne? Da oben haben wir ja die. So, dann werden wir den da upgraden und let's go, los geht die Party. Wir sagen los geht die Party, yeah. So, die Schässer können kommen. Kriegen auch zur Begrüßung eins auf dem Schädel. Bisschen Pfeilhagel, schadet einem Zombie nicht. Das brauchen die Zombies, weil sie hässlich sind. So, hier brauchen wir ein bisschen mehr Power. Da oben, ich würde die Kanone gerne in Action sehen, aber da will niemand kommen von oben. Oh, die halten schon ein bisschen aus, das muss man sagen. Gleich die nächste Wave. Ein bisschen upgraden hier. Wir brauchen hier mehr Damage. Da kommt jetzt schon einiges. Also auf schwer ist es doch ein bisschen geschmackiger. Was ist mit dir? Machst du auch Damage? Jo, das ist halt so eine Pumpe. Ich muss sagen, übermäßigen Damage macht die jetzt auch. Ja, die muss halt nur geupgradet werden. Ist klar, Leute. Ne? Ohne Upgrades ist das nichts. So, du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Pfeilhagel lassen wir auch runter. Nächste Wave. So, der kriegt auch ein Upgrade. Ja, ich wollte sie mal ausprobieren, die dicke Kanone. Die muss halt nur upgegradet werden. So kann man die fast nicht brauchen. Aber sie macht Flächendamage. Also von daher, ja, vielleicht nicht so schlecht. Ach du Scheiße, was kommt denn hier alles an? Hey, geh mal stiften da. Wir müssen hier mal ein bisschen Ramsi-Zamsi machen. Die sind mal ein bisschen zu stressig, ehrlich gesagt, gerade. Gib mal hier nur was hin und du einen guten Pfeil hast schon gemacht. Jo, let's go. Kohle sammeln. Du kriegst Raketen. Der ist jetzt auf Max. Der wird gleich auf Max sein. Ja, diese MG-Tower sind doch die besten. Die hauen gut rein. Du kriegst jetzt auch Raketen. Der wird gleich geupgradet. Du machst das hier. Hey, die wollen hinten durch, die Schweine. Leute, das ist sowas wie illegal. Das geht gar nicht. Wow. Hey. Ohne Scheiß. Die muss ich aufhalten. Die wollen da durch. Das habe ich übersehen glatt. Wir müssen da hier hinten jetzt nur eine Kanone hin. Sonst haben wir da ein richtiges Problem. Die kommen nämlich durch den Zaun da durch. Das habe ich ein bisschen übersehen. Aber ist kein Problem, wir haben es unter Kontrolle. Ein bisschen Kohle sammeln nur, dann geht das schon. Wave 4 von 4 ist es, die letzte. So, der ist auf Max-Level, was wir eh nicht mehr brauchen. Wir haben gewonnen! Aber fast wäre der kleine Scheiße durch da. Und, ja, geht nicht. So, wir müssen dieses MG da nur ein bisschen, also diesen Pumpgun, da nur ein bisschen upgraden. Die kann jetzt nicht wirklich was. Was haben wir hier? 25 Earthquakes, okay, da kriege ich mal 500 dafür. Das haben wir auch gleich. Da kriegen wir richtig Moos. Das rentiert sich richtig. Wie viel Turret Dealing Normal Damage? Hä? Ah, Poison Damage, das sind die verschiedenen. Wie viel Defender? Hm, das wird schwierig werden, weil das nehmen wir im Moment nicht. Bild 50 Defenders, das wird auch noch ein bisschen... Ja, das sind so Sachen, die werden natürlich jetzt ein bisschen dauern, weil... wird es nicht so nehmen. Ich muss sagen, mit dem Tower bin ich nicht so zufrieden. Da macht man viel zu wenig Damage. Gut, klar, man muss den nur ein bisschen upgraden. Das ist mir klar, Leute. Aber
Bin ein bisschen enttäuscht von dem. Aber vielleicht wird's besser mit den Upgrades. Er muss ja normalerweise besser sein. So, increase turret damage. Improved attack range. Fire increased. Ja, nehmen wir mal das, dass er jetzt wirklich mal mehr Damage machte. Ich komme mir ja schon blöd vor, so wenig Damage wieder macht hier. Attack range, Feuerrate wieder, ja. Was haben wir hier? Spread Area. Ah, ist doch für Massendamage. Naja, es gibt nur einiges hier, aber das wird richtig teuer noch. Aber egal. Es hat mich gefreut, mit euch diesen Level zu spielen. Und ich sage danke fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, dann unterstützt uns mit Abo, Like, Kommentar, whatever. Empfehlt uns weiter. Und danke an der Stelle. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Part. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.